Hallo Freunde des gepflegten Strategiespiels und willkommen zurück zu Battle Isle 2, dem hervorragenden Strategiespiel aus dem Hause Blue Byte aus dem Jahre 1994. Und hier befinden wir uns in der Karte mit dem Code Kaimawa. Das ist, ja, zumindest nach meiner Rechnung, die 12. Karte und wir schauen mal, was hier los ist. Natürlich, hier sehen wir erstmal den Nebel des Krieges. Wir scrollen etwas nach unten und etwas nach rechts und sehen Dinge. Und zwar unsere Streitmacht. Hervorragend! Oh, wir haben sogar sehr viel. Ja, das sieht doch gut aus. Hier sogar eine Fabrik. Wir haben wieder einen Verbündeten. Wir haben Eisenbahngeschütze. Oh, das sieht doch hervorragend aus. Aber was sollen wir denn machen? Ich weiß es nicht. Und das gucken wir uns mal an. Information. Nein, letzte Nachricht gucken wir uns mal an. Zack. Aha. Also, die Partisanen werden mit Waffen versorgt. Und deswegen müssen wir jetzt die Partisanengruppen zerschlagen. Okay. Versuchen Sie, sich zur Magnon-Armee durchzuschlagen. Aha. Wir müssen die Villa Deng finden und besetzen und alle Einheiten der Partisanen ausschalten. Hui, die Villa Deng, okay. Hui, die Villa Ding, 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 Dang, Ding, Ding, Ding. Moment, Übersichtskarte, nein, will ich hier hin? Information. Das ist ja ein sehr schönes Fensterchen. Hier sieht man auch die Karte Kaimawa, nennt sich auch der Bündnisvertrag. Und ich habe 36 Runden Zeit, um das Ziel zu erreichen. Ich bin ja blau und bin mit Orange verbündet. Und der Rote, das ist ja Titan, beziehungsweise, ja doch, ist Titan, ist mit den ja Dunkeloliven verbündet. Ne? So schaut's aus, meine lieben Freunde. Und es sind 35% der Karte erforscht, beziehungsweise sichtbar. Na gut, dann glauben wir das mal und wir schauen uns hier nochmal etwas um. Aha. Da bin ich ja auch nochmal zugegen. Das ist ja hervorragend. Schön hier eingemottet hier, ne? Hier Minen. Das ist natürlich nicht schön. Aber passt mal auf, liebe Freunde. Wir machen hier auf alle Fälle schon mal Bum Bum. Bum Bum gegen das Dum Dum. Oh, Wetter. Klare Luft. Schön, Dankeschön. So, der Ranger wird auf alle Fälle erstmal aus dem Spiel genommen. Zack. Da gibt es auch gar nicht zu meckern. Er ist weg. Piu, sehr schön. Und natürlich, weil das so viel Spaß macht, das machen wir hier natürlich auch mit der Möwe. Das ist ein feindliches Aufklärungsschiff gewesen. Und Obacht, alle fassen sich an den Händen. Gewesen. Genau, denn es ist jetzt weg. Lass mich mal kurz gucken. Ich würde gerne wissen, was hier noch hier so in der Ecke rumsteht, damit ich mir vielleicht den Kristall holen kann. Das weiß ich aber nicht so genau. Ich habe hier auf alle Fälle hier ein Landungsboot, ein Luftkissenfahrzeug. Da könnte ich jetzt hier rüber. Ach, könnte ich nicht. Okay. Hat sich schon erledigt. Könnte ich nicht. Da muss ich gucken. Den Kristall hätte ich gern. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier so Schönes. Hier haben wir ein Eisenbahngeschütz. Hier habe ich... Oh, hier. Ja. Also diesen Kristall, den bekomme ich. Ich hätte hier aber gerne etwas Licht. Oh, hier, ganz böse. Ein feindlicher Aufklärer. Und solange der noch unten ist, also in den niedrigen Atmosphären,
kann ich ihn auch angreifen. Mit meiner Flak zum Beispiel. Habe ich ja noch irgendwas, was angreifen kann. Das ist hier zu weit weg. Hier habe ich noch einen. Ah, da kommt nicht hin. Der kommt auch nicht hin. Das heißt, hier muss ich nochmal mit meinem Flugzeug, meiner Ghost, angreifen. Aber mit dem gehe ich erstmal hoch und dann greift er an. Das ist übrigens ein neues Flugzeug. Ghost FB3. Das scheint ein Jäger zu sein, der hochfliegen kann. Wir schauen uns mal die Information an. Ein Tarnkappenjäger. Ein Spuk. Das ist ein Spuk. Mr. Spuk. So, hier gehen wir mal runter und machen hier mal die Schiene fertig. Zack, zack, zack. Die ist hier nicht umsonst. Die hat schon was zu bedeuten. So, hier auch. Ich brauche ein Radarfahrzeug. Jungs, es nützt ja nichts. Ich brauche ein Radarfahrzeug. Kann ich ein Radarfahrzeug... Da. Ja, hervorragend. Kaufe ich. Den brauche ich. So, ein Tanker. Uiuiuiui. Das ist natürlich hervorragend. Mit dem fahren wir mal raus. Oder fliegen raus halt, ne? So, zack. Holen wir mal hier alles raus. Alles, was nicht bei 3 aus dem auf den Bäumen ist, holen wir jetzt hier raus. So, das ist doch hier ein Flakzug. Ja, die sind halt alle so weit weg. Oder? Nein. Oh. Ja, ran. Ran. Ah, hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht. Kann der hier vielleicht nochmal schießen? Ja. Hoppala. Haben wir den Uhu doch noch abgeschossen. Das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut. Hier habe ich einen Ranger. Der macht mal hier ein bisschen Licht. Okay, das sieht ja gut aus. Das sieht ja gut aus. Der Dolmen, das ist ein... Genau, ein Transportzug. Den hängen wir mal hier runter. Zack, 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 zack. Dann hier, das war ein Flakzug, den hängen wir mal hier hoch. Ha, 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 ha. Oh, hier, ja. Sehr schön, da ist der Feind. Das heißt, ich gehe mal hier mal... ich wollte mit dem Zug eigentlich mal nach unten fahren. So, ich schaue erstmal, ich mache erstmal hier einen Angriff. Hui! Und ziehe mich mal wieder zurück. So, sichere hier mal nach Westen. Für alle Fälle. Sehr schön. So, da machen wir mal die Mine. So, hier drauf. Das ist gut. Mit denen fahren wir mal runter. Was will ich denn hier angreifen? Oh, den Aldinium-Kristall kann ich angreifen. Nein, den möchte ich nicht angreifen. Uiuiui. Moment, jetzt muss ich hier mal gucken. Hier mache ich mal einen Ausfall. Ne? Das sind ja hier so, ich würde sagen, eingekesselte Truppen. Mit denen... Na, ich kann hier nirgendwo... Ach, das ist doch hier. So. Na, ich kann hier nirgendwo hin. Das ist doch blöd. Okay, da gucken wir mal hier, weil hier ist nichts. So, dann gehen wir mal... Was ist denn hier los? Ich kann mich hier kaum bewegen. Aber hier ist eine große Versorgungstruppe. Die schotten wir mal ab. So. Und würde mal sagen...
Wo muss ich denn überhaupt hin? Also ich würde mal sagen, hier. Ne, hier, das Ding. Muss ich erstmal einnehmen. Das ist hier, ja, ich würde sagen, eine Halbinsel, hätte ich jetzt gesagt. Die muss ich auf alle Fälle erstmal klar machen. Das heißt, mit den Panzern fahre ich hier nach Westen. So, du kommst hier ein bisschen hoch. Ja. Jetzt ist es die Frage, die stelle ich mal hier hin, stelle ich mal dahin. Das ist ja hier schon eine gute Versorgungsgruppe, die ich hier habe. Das ist ja gut. So, jetzt baue ich meine Schiene hier lang. Da baue ich meine Schiene lang, damit ich meine Panzerzüge auch dahin schicken kann. So, du kommst hier hoch. So, hier habe ich ein großes Schienengeschütz. Ich schicke das auch mal hier hoch. So, ihr kommt hier, ne, nach Westen. Ihr kriegt Schutz gegen Luftwaffe. Die habe ich nicht umsonst. Die habe ich nicht umsonst. Da kommt noch was. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, und hier gehe ich mal nach vorn. So weit, wie ich komme. So. So, Anaconda, das war auch ein Kampfpanzerzug. Den hängen wir mal hier vor. Zack. Sehr schön. Nee. Ah. Hier ist mein Freund. Ich muss zu meinem Freund auch vorstoßen. Ich hätte mal einen Blick auf die Karte werfen sollen. Na gut, den hier oben, den kann ich momentan ja sowieso nicht unterstützen. Der ist zu weit weg. Deswegen, ich mache es schon richtig. Ich werde hier diese Insel zuerst befreien. Damit habe ich hier einen Brückenkopf, kann nach da gehen, nach dahin und nach da wirken. Werde aber erst eher nach da gehen. So, denn hier, irgendwo hier, ich gehe mal ganz hoch. So, hier ist irgendwas. Hier ist alles frei. Vielleicht ist da irgendwas, was ich dann nehmen kann. Das Dunkle ist der Wald. Also werden wir da ganz entspannt da hochgehen. So, ist hier noch was drin? Nein. Ich brauche auf jeden Fall Unterstützungsfahrzeuge, wie zum Beispiel, jawohl, einen Tanker, einen Muniontransporter, nehme ich dann Sinus. Sinus ist 5,4. 5,5, ja, dann nehme ich doch einen Sinus. So, ich habe noch 13,5. So, das war's. Ich bin mir sicher, dass ich diese Geräte benötige. So, und während der Computer zieht und wir ihm zugucken, auch noch mal ein kleines Resümee, so heißt das richtig, was ich jetzt hier mir bei Battle Isle 2 schon mitgenommen habe. Die Karten dauern sehr viel länger als bei Battle Isle 1 bzw. History Line. Also ich spiele hier teilweise 3 bis 4 Stunden an einer Karte. Das ist natürlich heftig. Busch. Und jetzt macht er hier natürlich hier ganz schön Rabatz, der Gegner. Also zunächst, er hat ja mir erstmal eine Einheit weggeknallt. Knallt ja wahrscheinlich noch einen Dämonen zurück, weg. Hui. Und auch mein Computerfreund heizt er ganz schön an. Und ein. Der Elixier ist sogar im Beschuss, unter Beschuss. Ah, ich sehe hier eine neue Einheit. Das sieht aus wie ein Sturmpanzer, wie der Brummbär aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das schauen wir uns dann mal an. Ja. Er verliert eins weniger als ich, ist ja klar.
Ja, er setzt ja ganz schön an hier. Das ist schon, muss ich sagen, locker flockig hier. Da kommt er noch mit einem Ranger an. Mit einem Ranger. Nicht, dass ich da jetzt hier den westlichen Brückenkopf verliere. Hui, das geht ja gar nicht. Oh, jetzt hat er ja ordentlich verloren. Natürlich, weil er nur mit einer Demon 131 meinen 142er Troll angegriffen hat. Das macht man natürlich auch nicht. So, schon ist Schluss. Jetzt kommt mein Computerfreund. So, genau, hau ihn mal so richtig mal eins vor den Latz. Sehr schön. Er nimmt sich anscheinend zuerst die schwächeren Einheiten vor. Ich hätte mir die stärksten genommen. Damit die halt geschwächt werden. Aber okay. Es ist ein Spiel. Ja, das war jetzt ein bisschen dumm. Okay. Aber gut, da kann er ja nichts dafür, wenn er den nicht sieht, ne? Ja. So, jetzt, das ist der Partisanenfreund, beziehungsweise mein Feind. Er kommt mit dem Ranger an. Das ist sehr schön. Und jetzt bin ich wieder dran. Das ist natürlich noch besser. Ja, was mache ich denn? Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal hier vor. Da ist nichts. Ah, da ist er. Da ist er. Ich sehe ihn schon. Wunderbar. Kann ich hier was machen? Irgendwas angreifen? Anscheinend nicht. Dann schauen wir mal. Der geht vor. Da ist auch nichts. Dann gehen wir mal, dann gehen wir mal, dann gehen wir mal hier hin. Ja, da ist der Computer. Hier, also der. Moment. Ich muss mal kurz überlegen. Hat der Jäger. Moment, da muss ich nochmal gucken. Der kann auch gegen den Boden schießen. Okay, der kann also auch Bodeneinheiten angreifen. Dann lasst mich doch mal überlegen. Ich gehe mal hier hin. Hui. Ah, über zwei Felder. Na, dann greifen wir den mal an. Hui! Sehr schön. Okay. Was heißt das? Da war etwas in dem Landungsboot drinnen, was ich jetzt ausgeschaltet habe. Das könnte eine Aldinium-Einheit gewesen sein. Na, dann hat sich das ja mal gelohnt. So, ne? Machen wir das. Ah, mit dem komme ich nicht weit vor genug. Machen wir das mal. Sehr schön, der Wäter ist erstmal weggewätert. Das ist gut. Und ich komme hier rein. Oh, hier. Ein Nashorn. Ein Sturmgeschütz. Ein Stuck. Ein Sturmgeschütz. Ja, Wahnsinn. Und hier habe ich natürlich auch schöne Kräfte, die mir ein Nachtanken und ein Aufmunitionieren ermöglichen. Ich fahre mal nach oben und ich sichere mal nach unten. Was ist denn das eigentlich? Kann ich hier bauen? Nein, kann ich nicht. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Aber wunderbar gemacht. Wunderbar. So, ihr geht nach vor. Du gehst nach vor. Das ist ein Tanker. Der Tanker, der rennt auch mal hier hin. Den nehme ich jetzt ein bisschen als Aufklärungsfahrzeug mit. So, und kämpfe im Wald gegen die Partisanen. Naja, so wie sich das auch gehört, ne? So.
Da kann ich. Nee, kann ich nicht. Okay. So. Schienen bauen. Also hier hoch. Hier lege ich eine Strecke, eine Eisenbahnstrecke lang. Ne? Genau. So. Hier fahren wir mal zurück. Ja. Ich muss hier natürlich erstmal die Kampfeinheiten vorlassen und die Logistik, die folgt dann dem Kampf. Ist klar. Anders macht das ja keinen Sinn. So. So, den tun wir mal hier hin. Und jetzt schauen wir mal. La 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 la, den tun wir ja hoch. Die Snake-Transporter, die nehmen jetzt mal hier den kurzen Weg durch den Wald. Das schaut auch gut aus. Der Wald schaut gut aus. Wir holen jetzt mal hier die Einheiten raus, die wir hier neu gebaut haben. Der kommt nach oben. Monolith, was ist denn das? Monolith ist ein Kampfzug, so wie es ausschaut. So, der Dolmen ist hier. Und der Dolmen, der wird Dinge transportieren. Und zwar alle die. Ach, der ist schon voll. Nein! Nein, das war falsch. Moment, ich muss hier hin. 23 von 30. Sind alle sehr schwer. So. Der kommt auch vor. Wunderbar. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Also, ich würde mal sagen, wir werden auf alle Fälle den hier bombardieren und zwei Erfahrungspunkte für den Buggy bekommen. So, das Problem für den Buggy ist aber, er ist jetzt leer. Das heißt, wir müssen den aufmunitionieren. Genau so machen wir das auch. So, von. Ja. Hoppala. Da war irgendwo noch einer. Da waren zwei Trolleinheiten. Ich habe nur eine gesehen. Aber die zwei. Oh, okay, da ist noch ein bisschen mehr. So, da ist noch ein bisschen mehr hier im Wald. So, 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 so. So, jetzt gucken wir aber erstmal hier. Also. Zack. Klopfen wir erstmal das. Ja, ich kann mich ja nicht bewegen. Das ist ja sehr doof. Wahnsinn. Der hier, der geht. Ich kann ja nichts tun. Wow, da, Turm. Oh ja, holla, holla, die Waldfee. So. Okay, mit dem Vader komme ich hier nicht auf den Aldinium-Kristall. Das finde ich jetzt gerade hier etwas seltsam. Ich werde hier mal zurückgehen. Und ich werde hier den Kampfpanzerzug, also mein Eisenbahngeschütz, werde ich zurückholen. Und den Kampf, den Fernkampf gegen diese Einheiten eröffnen. Weil diese Einheiten werden mich hier komplett, und zwar richtig komplett zerstören. Hoppala. Ja, und dann ist natürlich sowas, ich sehe selbst Einheiten, die wirklich genau vor mir sind, die sehe ich nicht. Und das ist natürlich doof. So, der kommt zurück, auf jeden Fall, der konnte nichts machen. Der Ranger ist auf alle Fälle erstmal weg vom Fenster.
So, also ich kann die Einheiten nicht bewegen. Das ist so ein, das ist nicht schön. So, also der macht hier nochmal drauf. Okay, und haut mir natürlich sofort einen Samurai-Panzer weg. Aber gut, wenn es denn so sein soll, dann muss es so sein. Hier habe ich jetzt eine Flak. Ich werde mal hier in die Offensive. Oh, da ist ein Turm. Ja, ich muss jetzt hier in die Offensive gehen. Es nützt ja nichts. Die Einheiten wären ja sowieso weg. So, hier kann ich mal hier hoch. Aha. So sieht das also hier aus. Und ich kann den jetzt nicht mal zurückziehen. Was soll denn das, Leute? Okay, also diese Kampfgruppe hier hinten, die ist des Todes. Weil ich kann hier nichts bewegen. Gar nichts bewegen. Ja, das ist natürlich hervorragend. So, wenn hier, das war ein Flakzug, den nehmen wir mal hier runter. Hier habe ich jetzt einen Transporthubschrauber, der bleibt da. Da wird hier die Infanteristen nehmen und hier wahrscheinlich dann hier ein bisschen absetzen, hier so in der Gegend, weil ich denke, der greift mir dieses Gebäude an. Das kann er ja meinetwegen ja auch tun. So. Aber erst einmal schaue ich, was kann ich denn hier noch bauen? Hier, das lächelt mich schon die ganze Zeit an. Eine Haubitze. Haubitzen sind immer gut. Die sind langsam, aber gut. Ja. Weil ich es kann. Moduswechsel, Moduswechsel. Also, der Computer zieht jetzt zum zweiten Mal und es ist schon eine halbe Stunde vergangen. Das heißt ja, das sagt alles. Ja. Hau meine Truppen zusammen. Meinetwegen. Mach das. Bosch. Ja, ich konnte vorfahren, aber natürlich den Buggy nicht wieder zurücknehmen. Warum auch immer. Da kommt er jetzt auf. Da kommt jetzt auch mit einem Ghost an. Okay. Das gefällt mit zweien. Okay, Neukerl. Ja, die machen ganz schön Aua. Die machen Aua. Oh, da hat er Hubschrauber. Ah, der hat ja alles. Hubschrauber. Ja. Verdammt! Na klar. Na klar, er vernichtet vier Patrickse von mir und er verliert nur einen Hubschrauber. So ist es doch richtig. Yay. Ja, da bleibt kein Auge trocken. Ich weh's doch, ich weh's doch. Verdammte Axt. Und vor allen Dingen von meinen Aufklärereinheiten, also die ein bisschen Licht machen, bleibt da jetzt ja auch nichts mehr übrig. Das heißt, das wird alles dunkel. Ja, die Sturmgeschütze sind gut. Das ist echt eine Offensivwaffe. Ja, mein Computerfreund zieht natürlich auch nicht zurück, um zu reparieren. Naja, gut, das Ding ist weg. Was soll's? Ja. Ja, mit dem Flakpanzer wollte ich eigentlich entweder an den Archimedes oder an den Ironstar-Turm ran. Aber holla die Waldfee. Hier ist ja jetzt ja echt was los. Wahnsinn.
Jetzt kommt er mit seinem Patrix an, weil meiner ja tot ist. Hätte ich ja auch so gemacht, ne? Erstmal den Ranger wegschießen. Das ist eine gute Unterstützung, das finde ich super. Natürlich mit einem Flakpanzer einen Samurai anzugreifen ist Harakiri, aber gut. Soll er doch machen. So, jetzt kommt der Partisanenfreund. Also Gegner, ist er mein Gegner. Ah, ich hab's gewusst, er geht da rein. Greift er meinen Snake-Panzer an und der Snake ist weg. Vernichtet durch Partisanen. Ja, das ist ja nicht gut. Ja, ich bekomme ja ganz schön auf die Mütze hier. Verdammt! Aber da, wo ich auf die Mütze bekomme, ist der Gegner. Also ich weiß, wo er steckt. Hervorragend! Nein, da komme ich nicht hin. Das heißt, ich werde jetzt hier. Ne, ist nicht wahr, ne? Ah, okay, gut, gucken wir erstmal weiter. Weiter. Hier habe ich einen. Und gehe dahin. Und da ist ein Höhenbomber, ein Sturmbringer drin. Ich glaube, den hatte ich schon mal und den konnte ich so richtig gar nicht einsetzen, weil ich nicht wusste, was er macht. So, das heißt, hier gehen wir mal hin. Hui. So. Also wenn ich da schon einen Flakzug stehen habe, dann setze ich den auch ein. Und das war gut so. Hier habe ich jetzt einen vorgetöteten Hubschrauber. Und ziemlich viel Zeug hier. Also diese, das gefällt mir ja gar nicht. Kann ich denn? Ne, Moment. Ich fahre euch mal hier hin. Jetzt mal hier die Schienen bis hier hin. So. Und kann dann nämlich hier diesen Flakzug hier vorziehen. Und da erreicht die noch nicht. Okay. Aber das macht nichts. So, dann gehen wir hier hin. Ja, die sind schon oben. Die sind schon in höheren Luftschichten. Und damit erreiche ich die nicht mehr. Ha. So, den Patrix, den ziehe ich natürlich mal zurück. So. Immerhin hat der Ironstar-Turm eine Einheit verloren. Immerhin. So. Zack, hier geht's auf die Infanterie. Die kann ich hier noch dezimieren. Und das werde ich auch tun. Den Rest kriege ich ja nicht zurück hier, ne? Das ist ein Trauerspiel.
Ja. Ja. So, Moment. Der wird auf alle Fälle aufgetankt. Den stellen wir dann hier hin. So, und dann stoßen wir jetzt hier so ein bisschen in den Wald vor. Den fahren wir nach unten. Die nach oben. Der kommt. Monolith, Monolith, Monolith. Das ist so eine Art Bauzug. Na, den schaffen wir erstmal weg. So, den fahren wir mal weg, weil ich kann hier diese Einheit nicht angreifen. Oh, okay. Sind wir mal hier oben. Na komm, ich will den hier gerne rausnehmen. So, okay, alles klar. Ich bin hier oben jetzt gerade etwas ein bisschen ungeplant, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß so richtig jetzt nicht, was ich tun soll. Kann ich hier was bauen? Ich kann hier viele Dinge bauen. Einen Transporter zum Beispiel, das wäre unter Umständen nicht übel, weil ich dann das hier einsammeln kann. Das hier zum Beispiel. Ich hätte auch gerne ein Radarflugzeug, das kann ich noch nicht bauen. Das ist natürlich dann nicht so gut. Ich wäre aber jetzt hier mit diesem Panzer. Ah, ich kann es wahrscheinlich nicht. Ich werde hier hochfahren. Ja, das sieht nicht, ach, das sieht alles nicht gut aus. Hier hochfahren, um hier, wenn jetzt hier die Front von meinem Computerfreund zusammenbricht, möchte ich gerne noch die Fabrik erobern. Da werde ich dann die Seiten wechseln und ihm das Ding abnehmen. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Ich hätte jetzt gesagt, du fährst dahin und machst den jetzt hier kaputt. Wunderbar, so sieht das sehr gut aus. Den Hubschrauber, den ziehe ich zurück. Der wird repariert, auf jeden Fall. So. Der bleibt mal hier. So, hier habe ich jetzt einen Flieger. Mit dem fliege ich mal zurück, weil das ist nur ein Tankflieger. Das ist kein Kämpfer. Das war gut. So, jetzt gucken wir mal. Ich gehe jetzt mal hier tatsächlich mit diesen Einheiten etwas zurück. Ich igel mich jetzt hier ein. Ja. Hui, das war schön. Das war mir jetzt ein Vergnügen. Das habe ich natürlich auch exakt so geplant. Ohne Scheiß, habe ich getan. So, hier, den werden wir mal reparieren und wieder rausschicken. Und den schicken wir jetzt hier auch zurück. Also ich versuche mich jetzt hier unten noch einzugraben.
So gut wie es geht. Was habe ich hier noch drin? Ich habe hier noch eine Haubitze gebaut. Die kommt natürlich raus. Und werde hier meinen Dolmenzug nach unten befördern, um jetzt hier schnellstmöglich Dinge hier zu konzentrieren. Vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, Fernkämpfeinheiten, um hier die Türme zu vernichten. Hier oben bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was ich tue. Ich hole mal erstmal den Jäger und den Bomber raus. Moment. Ja, 15:30. Ah, ich kann jetzt hier schon nichts Gescheites mehr bauen. Na gut, dann bauen wir jetzt dann eben nichts mehr. Ich muss ja noch gucken, was hier noch so ist. Oh, ich brauche einen Aufklärer. Ich brauche Aufklärer. Es nützt ja nichts. Ich brauche Aufklärer. So, den holen wir mal zurück. Den stellen wir mal hier vor. Der kann sich nicht mehr bewegen, weil der hat ja hier gebaut. Hier drin ist nichts. Bis auf diesen Instandsetzungszug. Das ist okay. Den kann ich nicht bewegen. Das ist doch so ein Blödsinn. Komm jetzt. Ja. Ich glaube, ich bin nicht gerade gut jetzt gerade. Jetzt ja, da unten, also im Westen, da habe ich verloren, da kann ich nichts tun. Da kriegt er Punkte, macht meine guten Einheiten hier gerade ganz schön zur Sau, auch so richtig. Das ist verloren. Zack, da ist der Buggy weg. Hui. Ohne dass ich irgendwas machen kann. Also die Ghost-Einheiten, die sind wirklich schlimm. Ich muss dagegen was unternehmen. Ja, selbst mein Computerfreund, der wird oben ganz schön zusammengeschlagen. Das ist nicht schön. Ja, Mai, was soll ich denn machen? Was soll ich tun? Sagt es mir. Ja, ich kann auch noch so viel Schaden wie möglich anrichten im Westen. Und im Osten, da wo ich meine Stärke habe, die kann ich nicht einsetzen, weil ich nichts sehe. Das ist alles nicht gut. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Ja klar. Die kann ich nicht angreifen, weil sie auf dem Wasser fahren. Warum auch immer. Produzieren tut er auch mehr, als ich vernichte. Wahnsinn. Piep. Thank you.
Das war mal ein guter Move, aber der kam zu spät. Der kam zu spät, viel zu spät. Das war übrigens jetzt eine sehr gute Sache. Also die beiden Raketenwerfer da unten, die machen ihr Ding. Das ist gut. Gefällt. Tiefaufläufe. Okay, also das Wetter ändert sich. Sagen wir das mal so. Sehr schön. Da geht's auf alle Fälle erstmal. So, Schienen. So, da kommt er jetzt hier mit einem Jäger an, aber er zersplittert sich. Das ist doch schon mal gut. Ist er oben? Ich glaube nicht, dass er oben ist. Doch, er ist oben. Okay. Dann würde ich mal sagen, den greifen wir jetzt mal an. Mit dem Bomber, naja, klar. Heula die Waldfee, Alter. Der ist echt. Das ist ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So hier hinein. Der wird aufgefüllt. Und der fährt jetzt mal ganz schnell hier nach oben. Hier rein. Da ist noch eine Infanterieeinheit, das ist super. Gut. Das Problem ist, meine Snake, also meine Transporter, die haben nicht mehr viel Treibstoff. Die werden also dann hier liegen bleiben. Das heißt, den fahre ich mal zurück. Der kommt nicht hin, okay. Ach, das ist eine Anaconda. Moment, das war da falsch. Ich muss den ja nehmen. Ach, verdammt. So, jetzt hat der hier, der geht hier rein. Das war gut. Hier greifen wir jetzt mal mit den Excalibur den Ranger an. Der Excalibur macht jetzt seine ersten Punkte. So soll es sein. Und selbst der Pulsar hat jetzt mal hier so richtig reingehauen. Das war hervorragend. So, der geht hier rein. Jetzt habe ich hier wieder Punkte zum Bauen. Und ich kann hier Dinge bauen, die ich alle nicht brauche. Ja, obwohl, hier das Radargerät bräuchte ich. Und hier sowas. Pass mal auf. Ich baue mal das hier. Und ich baue das, was ich jetzt nicht mehr bauen kann. Nämlich eine Flugabwehr. Gut, macht nichts. Hier igeln wir uns mal weiter ein. Der kommt hier rein.
Das war jetzt gut, fand ich. Jawohl, das war jetzt auch mein Test, ob ich hier wirklich auftanken kann. Ich kann es tun, das ist hervorragend. Ich werde hier meine Straße errichten und hier eine Brücke irgendwie schlagen, dass ich hier rüberkomme. Weil die ganzen Geräte, die ich hier habe, brauche ich hier nicht. Ich komme nämlich hier nicht rüber. Den kann ich mal hier hochfahren, das ist gut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Hier oben kann ich nichts tun. Könnte mal hier alles ein bisschen hier mal zur Seite fahren, beziehungsweise hier rein, da rein, da rein. Also quasi alles, was ich nicht brauche, erstmal verstecken. So, der kommt, den tun wir mal hier runter. So, und die Flak, mit der Flak gehe ich jetzt hier immer voran, damit ich was sehe. Ich sehe nichts. Aber gut. Gut, 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 gut. Hier unten greife natürlich noch an, was anzugreifen geht. Nein. Ja. So viel Einheiten wie möglich zerschlagen. So, der kommt rein, der kann sich reparieren. Jawohl. Der geht auch hier runter. Nur einen vernichtet. Aber ja, ist eine leichte Dämonin, also eine leichte Infanterieeinheit. Was soll er denn machen? Was soll er machen? Ich weiß es doch auch nicht. Den hier, den tun wir mal auf alle Fälle hier runter. Beziehungsweise ich tue die jetzt. Ah, das ist nicht gut hier. Der wird jetzt hoffentlich nicht mein Eisenbahngeschütz da unten angreifen. Das ist natürlich jetzt sehr gefährdet. Es ist 54 Minuten schon gespielt. Es sieht nicht gut aus. Ich muss es so sagen. Hui! Da geht gegen die Mine. Okay, die hält erstmal. Das ist in Ordnung. Hätte ich den Geschützzug unten gelassen, das Eisenbahngeschütz, hätte ich vielleicht noch ein bisschen wirken können. Aber so haut er mich jetzt hier natürlich kaputt. Ist klar. Oben radiert er momentan meinen Computerfreund aus. Der hat hier nicht mehr viel zu tun. Und auch nicht mehr viel zu sagen. Der arme Kerl. Ho, ho, ho. Seine Höhenjäger machen hier Dinge, wo ich sage, das ist nicht schön. Aber ich habe auch einen Höhenjäger, das ist gut. Bloß den muss ich erstmal wieder reparieren. Ja. Aha, okay. Und das Schlimmste ist ja, er bekommt dadurch Erfahrung. Erfahrungspunkte.
die er dann gegen mich einsetzt. Ah, das ist nicht schön. So, da ist jetzt mein Samurai, mein hervorragend ausgebildeter Samurai-Panzer weg. Jawohl. So, der Technotrax von meinem Computerfreund ist weg. Und jetzt ist quasi oben und im Westen der Weg frei. Ja, ich hab's gewusst, dass er meinen Tankflieger angreift. Aber ich wollte tatsächlich erstmal schauen, ob ich meine Hubschrauber aufmunitionieren bzw. auftanken kann. Eher auftanken, es hat funktioniert. Das heißt, das ist eine gute Sache. Oh, da schlägt mich ja so zusammen. So, er produziert, mehr als er verliert. Ja, das war, naja, gut. Der hat sich hier oben Aldinium genommen, aber er soll es lieber nehmen, als dass der Computerfeind das nimmt. Okay. Ja, Moment, da muss ich überlegen, was ich tue. Das weiß ich jetzt nicht. Das gibt auf alle Fälle 2 Punkte für mich. Da, Regen für starke Niederschläge. Das heißt, ich kann mich bald nicht mehr bewegen. So, jetzt habe ich hier unten natürlich jetzt meinen Kampfpanzerzug bzw. meinen Flakzug hingeschickt. Und er kann da nichts machen. Also fährt er wieder nach oben. Wo er auch nichts machen kann. So. Aber wir schauen mal. Das ist schon der Vorgetötete. Da fliege ich doch mal trotzdem hier hin. Wow. Nicht, dass ich den jetzt verliere. So, Moment. Wenn hier. Kann der nicht nach oben schießen? Gut, der ist aber erstmal Geschichte. Der fährt zurück. Der fährt hier rein. Das ist sehr schön. Der kommt hier rein. Okay, wie geht's denn weiter? Wie geht's denn weiter? Schwierig. Ha, da sind immer noch sehr viele Gegner drin. Aber ich werde jetzt hier mal einen Ausfall wagen und diese Einheit hier vernichten.
Das kriege ich hin. Locker. Aber das Problem, was ich sehe, ich kämpfe hier schon so gegen diese kleinen Einheiten an, dass es echt problematisch wird. So. Hier vorwärts zu gehen. Ja, das ist ein Witz. Den Imperator kriege ich hier auch nicht mal in den Transportzug rein. Das ist auch ein Witz. So. Dann gehen wir mal hier vor und machen mal hier Licht. Na endlich, jetzt sehe ich mal hier was. Ja. Nee, lass mich doch mal jetzt hier in Ruhe. So. Jo, bauen. Zack. Ich würde mal sagen, den tun wir auch mal hier zurückfahren. Den brauchen wir nicht. Den fahren wir hier mal zurück. Den tun wir rein. Also ich werde mich jetzt hier immer ein bisschen klein machen. Alles, was ich jetzt hier nicht unbedingt brauche, verstecke ich. So, hier fahren wir hoch. Der Flieger, der kommt. Oh, was mache ich mit dem Flieger? Mit dem Tanker. Den Tanker möchte ich natürlich auf jeden Fall behalten. Den setzen wir auch mal hier hoch. Ich werde mit den beiden Fliegern hier reingehen. So, und hoffentlich meinen Jäger hier behalten. Ah, der geht auch zurück. So, und hier gerade jetzt mit den anderen Einheiten hier ein bisschen den Jäger beziehungsweise davon ablenken, dass hier eine Radareinheit steht. So, der kommt ein bisschen zurück. So, das bleibt hier unten. Der kommt hoch. Der bleibt hier unten. So. Ja, der Imperator nützt mir sowas von gar nichts. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn. So, was kann ich denn hier mitmachen? Ich guck mal, der hat ja hier 5 Reichweite. 1, 2, 3, 4, 5. Also der hier, das ist der Flakzug. Der hat 5 Verteidigungsreichweite. Er kann über 5 Felder hochfliegen, beziehungsweise fliegende Einheiten angreifen. Ob das jetzt hochfliegende Einheiten sind, das kann ich sogar schon noch nicht mal sagen. Hier unten ist alles erledigt. Da brauchen wir jetzt hier uns keine weiteren Sorgen zu machen. Oh, da ist ein Auto. Das Auto hole ich mir. So, den füllen wir auf. Klick. Und mal gucken, ob ich den irgendwohin retten kann. Das wäre cool. Das wäre cool. Ansonsten, wir haben jetzt eine, beziehungsweise über eine Stunde bereits hier gespielt. Ich würde sagen, der Computergegner macht jetzt noch einen Zug und dann verlagern wir die weitere Handlung auf die zweite Folge. Machen wir? So machen wir es. Hervorragend. Moduswechsel. Zack, zack. Ja, er greift jetzt meine Panzer im Wald an. Bleibt an meinen Minen dran, das war ja klar. Ach, wie ich da noch diese Bunker, diese Geschütze alle angreifen soll, wenn die so viel Erfahrung haben. Ja, da, ja, na klar, jetzt kommt er ja mit seinem Dragon-Hubschrauber an. Zerschlägt hier meinen Stormbringer, meinen Höhenbomber, mit dem ich ehrlich gesagt nicht weiß, was ich machen soll. Ja. Ach, er kommt dran, er hat ihn gesehen. Er hat meinen Ranger gesehen. Verdammt, ich dachte, ich kann ihn noch ganz unten durchschmuggeln. Aber nein,
Aber nein, aber nein, aber nein. Hat nichts gewirkt. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. So, mein Computerfreund, der verliert ja auch seine letzten Einheiten hier, seinen Panzerzug. Da ist natürlich nichts mehr zu holen. Der Snake geht auch den Weg des Irdischen und damit auch ein Aldinium-Kristall. Spätestens jetzt ist der Aldinium weg. Na, 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 na. Oh, Versorgungseinheiten, meinetwegen. Ja, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Oh, mein Computerfreund hat aber einen guten Move gemacht. Er hat seinen beschädigten Panzerzug zurückgezogen. Das war hervorragend. Ja, das unten ist klar. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir hören für heute auf und werden die Karte fortsetzen. In einer zweiten, höchstwahrscheinlich auch in einer dritten, vierten und fünften Runde eventuell. Und bis dahin, gehabt euch wohl, habt einen fantastischen Tag und Spaß am Zocken. Bis dahin, ciao.